Hi zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir euch pudrige Düfte mitgebracht, 10 Stück an der Zahl, die aber irgendwie, obwohl sie alle pudrig sind, schon auch in unterschiedliche Richtungen gehen, damit hoffentlich für dich auch der passende Duft dabei ist. Bevor wir aber in die Düfte reinsteigen, Alex, was ist für dich ein pudriger Duft? Was macht der für dich aus? Super Frage. Also ich finde, wir haben ja nicht wirklich so ein erlerntes, allgemeingültiges Duftvokabular. Unter pudrig verstehe ich, und ich würde sagen, das sind wahrscheinlich so ein bisschen die meisten, die das Wort pudrig zum Beschreiben von Düften verwenden, das auch so sehen, das sind Düfte, die sind trocken, matt, pulverig, nicht wirklich pudrig im Sinne von, man riecht an unparfümiertem Puder, weil das ist ja natürlich geruchslos, aber schon im Sinne von Puder, weil man so ein bisschen diese mineralischen, matten Duftstoffe riecht. Also das Gefühl, wenn man vielleicht irgendwie Puder anfasst, vom Matten her? Nicht das Gefühl, der Geruch. Der Geruch. Ja, der Geruch. Mhm. In der Regel verbinden wir auch mit pudrig Duftnoten oder Düfte, die so ein bisschen mehr in die Richtung sauber gehen. Mhm. Also pudrig im Sinne von seifig pudrig. Und manchmal ist es auch ein pudrig im Sinne von staubig, aber gar nicht staubig im Sinne von alt oder altmodisch oder nicht gut duftend, sondern einfach ein sehr, sehr trockener Geruch. Mhm. Und ich war auch selbst erstaunt, weil wir haben heute ja 10 Düfte für dich ausgesucht. Ich war selbst erstaunt, wie Düfte, also pudrig riechen können, trotz weiterer Duftnoten, die eigentlich so in der allgemeinen Vorstellung gar nichts mit pudrig zu tun haben. Also zum Beispiel grünpudrig oder holzig pudrig, fruchtig pudrig und so weiter. Und wird, glaube ich, ein spannendes Video für all diejenigen, die vor allem pudrige Düfte mögen und die bisher vielleicht auch nur pudrig im Sinne von clean, sauber, seifig kennen. Mhm. Dann lass uns gleich mal reinstarten mit dem allerersten Duft. Geht nicht in die klassische saubere Richtung. Nee. Und zwar ist es der Encore un peu von Alex Simon. Ich gebe dir gleich mal mit rüber. Mhm. Es ist wirklich ein schöner Duft, der eben nicht in diese komplett saubere Richtung geht, sondern eher auch so ein bisschen einen holzigen Charakter noch mal mit drin hat. Ja. Wirklich ein schöner Duft. Mhm. Also ich musste auch gleich beim ersten Riechen, kamen mir diese starken grünen Noten in die Nase. Und die pudrige Note, die ist jetzt hier beim Encore un peu sehr dezent, würde ich mal behaupten. Also zumindest im Vergleich zu den anderen Düften, die jetzt deutlich, deutlich pudriger sind. Holzig, pudrig, aber leicht pudrig, grüne Noten. Ganz zu Beginn hat man noch so eine sehr dezente zitrische Note. Die verflüchtigt sich aber relativ schnell. Also wir haben jetzt den Duft vor, ich würde sagen, 5 Minuten aufgesprüht. Also von der nehme ich jetzt persönlich gar nicht mehr so viel wahr. Nee, tatsächlich nicht. Ja. Und für mich waren pudrige Düfte eher Düfte, die man so in der kälteren Jahreszeit trägt. Und ich glaube, das trifft auf einige der Düfte zu. Ich finde, den kann man tatsächlich auch zu einer wärmeren Jahreszeit tragen, weil da eben, wie du gesagt hast, so eine gewisse zitrische Note auch irgendwo mit drin ist. Ja, die verflüchtigt sich recht schnell, aber diese grünen, holzigen Noten und vor allem auch die dezent pudrige Note, die machen ihn auch wirklich super gut unterjährig tragbar. Ein guter Puder-Einsteigerduft. Das ist jetzt eine gute Frage. Da würde ich wahrscheinlich zu einem anderen Duft greifen, der im allgemeinen Verständnis wahrscheinlich besser in die Kategorie pudrig passt, weil ich glaube, der ist eine absolute Ausnahme in der pudrigen Kategorie. Also ist jetzt nicht ein klassisch pudriger Duft. Ich meinte aber auch, für die vielleicht neu in die Puderdüfte einsteigen, könnte das ein gutes Einstiegsmodell sein, weil es halt nicht Hardcore-Puder ist, sondern noch so ein bisschen andere Duftnoten auch mit drin hat. Ja, voll. Also wenn man jetzt nicht Hardcore-Puder haben möchte, dann ist das vielleicht ein ganz guter Einstieg. Ansonsten, wenn man sagt, nee, pudrig, weil ich möchte es gerne intensiv pudrig haben, dann würde ich was anderes finden. Okay, ich bin gespannt, welches Modell oder welchen Duft Alex da empfehlen würde. Behalte es im Hinterkopf und bitte sag es den Zuschauern. Wir kommen darauf zurück später. Dass vielleicht dein absoluter Puder-Favorit wäre. Ja, das ist immer schwierig mit so diesen Favoriten. Ne? Aber ich versuche es mal. Vielleicht, wie immer, ich versuche mal so 2 auszuwählen. Ja, mach das. Gut. Vielleicht ist ja schon der Nächste. Vielleicht ist er schon der Nächste, genau. Der Nächste ist von Arte Profumi, der Jardin de Giverny. Und das ist jetzt meiner Meinung nach ein pudriger Duft,
wie ihn auch die meisten als pudrig empfinden würden. Also in der Vorstellung, wie so ein pudriger Duft riecht, also sehr trocken, matt, etwas samtig, eben auch sauber, clean, so ein bisschen wie frische Wäsche. Das ist wirklich matt pur, Puder pur. Ich habe ihn mir tatsächlich auf die Hand aufgesprüht. Da, wenn man ihn dort riecht, kommt auch dieses saubere Wäsche noch ein bisschen stärker, finde ich, raus. Mhm. Bei mir jetzt persönlich auf der Haut, das ist natürlich auch immer unterschiedlich. Aber das ist wirklich matt, pudrig, durch und durch. Ne? Ja. Ja, wir haben ja hier auch blumige Noten, Iris und Rose. Und ich finde, die Iris, die kommt ja auch nochmal stark zur Geltung. Iris ist ja auch eine Duftnote, die ganz, ganz häufig mit pudrigen Düften in Verbindung gebracht wird. Und ja, die Iris ist hier aber sehr angenehm. Also ich finde, die ist nicht allzu intensiv, vorausgesetzt, man mag natürlich Iris. Manche sagen ja, hey, boah, Iris geht gar nicht. Da wird mir fast schon schlecht. Dann ist das sicherlich keine gute Wahl, aber so in Summe sehr rund gemacht. Klassisch pudrig, würde ich jetzt mal sagen, mit einer schönen Irisnote, die klar präsent ist, aber es geht noch deutlich intensiver. Ist aber tatsächlich ein Duft, wenn wir jetzt auch die anderen Düfte gleich durchgehen, der eher so ein bisschen dezenter ist im Vergleich zu den anderen. Nicht ganz so laut, zumindest wenn man jetzt mal so die Palette einmal durchriecht, aber auf jeden Fall ein schöner Duft. Total. Und hier würde ich jetzt im Unterschied zu dem Encore un peu von Alex Simon auch sagen, das ist jetzt wahrscheinlich schwierig. Also der Encore un peu war noch sehr unisex. Mhm. Den Jardin de Giverny finde ich jetzt persönlich tendenziell weiblicher. Ja. Kann mir schwierig vorstellen, dass Männer oder dass die meisten Männer den mögen würden an sich selbst. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und weiblich ist ein gutes Stichwort zur Überleitung zu dem nächsten Duft, der auch wunderschön ist, aber auch in eine andere Richtung geht. Mhm. Der ist wirklich sehr anders als den Duft, den wir gerade gerochen haben. Er ist geht eher so ein bisschen in eine blumigere Richtung. Wir müssen ja aber den Namen noch verraten. Oh, stimmt. Also das ist der 1969 von Histoires de Parfum und ist ein schöner Duft, den ich auch wirklich schon sehr lange in der Nase habe. Also habe ich vor Jahren mal gerochen. Und hast dich gleich wieder dran erinnert bei dem Video jetzt? Das Video hat den so ein bisschen zum Leben erweckt nochmal für mich. Also, ich finde, es ist so eine schöne Kombination aus Kaffee, Patchouli, Moschus, fruchtigen Noten. Mhm. Die pudrige Note hier wäre für mich jetzt auch etwas dezenter. Das stimmt, ja, finde ich auch. Ja. Und so im Allgemeinen, so ein fruchtig, süßer, erdiger Duft. Mhm. Auch leicht warm, würde ich sagen. Mhm. Ja. Schöner Duft. Intensiver für mich jetzt, also für meine Nase her. Ist auf jeden Fall von der Intensität her. Und auch eher feminin, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind uns immer nie einig, gell? Ja, würdest du den Duft tragen? Ich würde ihn tragen. Echt jetzt? Ja, ich würde ihn tragen. Ich würde den Duft nicht als Alltagsduft tragen, so ehrlich bin ich. Mhm. Aber so zu speziellen Anlässen könnte ich es mir gut vorstellen. Aber ist auf gar keinen Fall jetzt ein klassisch maskuliner Duft. Ja. Nee, schon ein besonderer Duft für einen Mann, wenn man den trägt. Absolut. Also der passt tendenziell besser zu einer Frau, aber ich glaube, als Mann kann man den auch tragen. Cool. Der nächste Duft ist auch ein schöner Duft. Genau. Das ist jetzt der Tendre Nuit von Isabelle. Vielleicht ein heimlicher Favorit von mir. Ich mag den Duft sehr, sehr gerne. Ja, der wäre für mich jetzt auch im Vergleich zum 1969 von Histoires de Parfum weiblicher. Ja. Blumig, würzig, auch hier die pudrige Note nicht so stark ausgeprägt wie bei dem Jardin de Giverny. Also jetzt auch nicht so matt, nicht so trocken, seifig sauber und so weiter. Mhm. Also sehr dezent, aber schön verpackt eigentlich. Oh, ich mag den einfach sehr, sehr gerne. Intensiver Duft auf jeden Fall, auch ein schöner Duft, der so in die Abendgarderobe mit reinpassen könnte. Ja. Kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen, wenn man irgendwie auch mal schick ausgeht oder sowas. Mhm. Sehr feminin, sehr elegant, schöner Duft. Schöner Duft, ja. Next one ist der Esvedra, wenn man ihn auch Esvedra, Esvedra von Laboratorio Olfativo.
Geht auch in eine komplett andere Richtung für mich. Hat irgendwas von Waschmittel oder einem sehr, sehr gut riechenden Spülmittel. Weil ich finde, dass die seifige Komponente hier einfach schon sehr präsent ist. Ja. Also frisch, pudrig. Schön ausgedrückt. Seifig. Wie frische Wäsche. Clean. Ich finde auch jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Jardin de Giverny ist der jetzt auch deutlich weniger pudrig. Also weil er auch einfach deutlich weniger matt riecht oder trocken. Der Duft hat natürlich auch, das hat der Esvedra oder Laboratorio Olfativo macht das natürlich auch sehr intelligent. Ne? Indem man halt hier noch so ein bisschen Vetiver und Zitrone reinmischt, gibt es dem Duft auch so eine gewisse frische Leichtigkeit. Ja. Und das nimmt so ein bisschen auch so dieses matte, zu pudrige raus. Absolut, ja. Das stimmt, muss ich dir zustimmen. Echt tragbar, sehr tragbar. Ja, ja, der ist auf jeden Fall sehr tragbar, ja. Schön. Auch dezenter eher. Ja. Geht eher in die dezentere Richtung. So, jetzt kommt von Le Galion der Sortilège. Der ist ja mittlerweile gar nicht mehr so einfach zu bekommen. Ist so? Ja, das ist wirklich so. Also ist bei uns auch jedes Mal eigentlich ein Thema, den zu bekommen. Und ich habe so das Gefühl, es gibt so ein paar Hardcore-Fans. Die den gleich aufkaufen. Nee, ich sehe es immer wieder, dass er bestellt wird. Und ich habe mich irgendwann gefragt, was ist denn eigentlich so ein bisschen das Geheimnis von dem Duft? Und, bist du dahinter gekommen? Ja, also jein. Ich sage jetzt mal lieber jein, weil er ist sauber pudrig. Auch wieder so dieser cleane, seifige, frische Wäsche-Vibe, den wir jetzt auch bei Esvedra und auch bei Jardin de Giverny gerochen haben. Aber ich finde, der ist nochmal deutlich runder, weniger kantig. Auch richtig unisex. Das stimmt, ja. Ja. Weil wenn man den auch als Mann trägt, dann man riecht einfach wirklich frisch. Ne? Jetzt natürlich nicht, wie du sagen würdest, aquatisch frisch oder irgendwie zitrisch. Das habe ich schon eine Weile nicht mehr gesagt. Genau, ja, aber einfach frisch, frische Wäsche, super schön zu tragen. Riecht wie ein ganz, ganz tolles Waschmittel. Und ich kann mir vorstellen, wenn man den Duft trägt, dann hat man so einen richtig schönen Schleier hinter sich her, wenn man da auch auf der Straße läuft oder so und die Menschen drumherum denken, ah, die Wäsche riecht richtig, richtig gut gewaschen. Also, wie du sagst, sehr rund, sehr schön, sehr angenehm, sehr alltagstauglich auch. Total. Schöner Duft auf jeden Fall. Auch hier haben wir eine Irisnote, die auch wieder gut gemacht ist. Nicht zu intensiv, sodass man irgendwie sagt, oh, ist einfach zu heftig. Einfach sehr, sehr rund verpackt, schön in den Duft gearbeitet. Ja. Ja. So, soll ich mal den nächsten nochmal machen? Mach du mal, ich schnüffel als erstes. Du schnüffelst. Jetzt haben wir eigentlich, ich würde sagen, einen Klassiker unter den pudrigen Düften. Aber so schön. Ein Duft, der, ich weiß gar nicht genau, wann er auf den Markt kam, aber der ist auf jeden Fall schon eine Weile müsste der auf dem Markt sein. Tardenage von Lorenzo Villoresi ist so ein, ich würde sagen, fast schon so ein bisschen ein Aushängeschild für pudrige Düfte aus der Nische. Ja, pudrig, sauber, aber auch blumig. Ja. Gerade so diese Jasmin, Ylang Ylang, Rosennoten finde ich bei Tardenage schon stärker im Vordergrund. Muss man halt auch mögen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der von Frauen sehr, sehr gerne gemocht wird. Es ist eigentlich ganz witzig. Meiner Erfahrung nach, wenn man den Frauen zum Riechen gibt, entweder, also es bilden sich so ein bisschen so zwei Grüppchen. Ne? Du hast die eine Gruppe, die sagt, boah, alte Oma, total altmodisch und geht gar nicht. Und dann hast du diese Gruppe, die dann sagt, oh geil, frische Wäsche, clean, sauber. Also je nachdem, ja, was man vielleicht mit dem Duft von Tardenage verbindet, taugt es einem oder halt auch nicht. Ich finde das gar keinen alte Oma-Duft, ne? Nee, ich persönlich auch nicht. Ne? Frische Wäsche, nicht ganz so waschmittelartig wie den Duft, den wir davor gerochen haben, aber trotzdem
geht es in die gleiche Richtung. Ich muss da immer dran denken, frische Wäsche, die vielleicht an der Luft draußen getrocknet wurde mit einem ganz tollen Waschmittel. Also es hat einfach... Ja, vielleicht auch so im Sommer, wenn ja, alles genau. blüht. Ne? Ja, richtig. Das in Kombination. Das ist für mich so das Sinnbild von dem Tardenage. Also ich finde den Duft wahnsinnig schön. Ja. Und durch diesen frische Wäsche-Charakter auch das ein absoluter Alltagsduft, obwohl er schon auch intensiv ist natürlich durch die Blumen, die da auch drin sind. Mhm. Ne? Also die blumigen Noten, Noten muss man auf jeden Fall mögen. Also nicht nur die pudrigen Noten, die der Duft eh schon hat, sondern auch schon noch diese, meiner Meinung nach, schon stark blumige Richtung. Ja, absolut. Die muss man mögen. Ja. Ansonsten kann man ja auch gleich sagen, also wenn man jetzt sagt, okay, man mag pudrige Düfte und von denen, die wir bisher so hatten, welche sind eher so clean, sauber, seifig, ohne oder beziehungsweise mit einer sehr dezenten blumigen Note. Da glaube ich, ist man sehr gut aufgehoben mit dem Esvedra von Laboratorio Olfativo oder auch hier dem Jardin de Giverny. Mhm. Und man könnte auch zum Sortilège greifen. Könnte man auch tatsächlich, ja. Genau, der wäre eigentlich auch nochmal eine gute Wahl. Wir haben übrigens vor geraumer Zeit auch mal ein spezielles Video zu den clean Düften gemacht. Das verlinken wir dir einmal. Also falls du noch auf der Suche bist nach Düften, die tatsächlich auch noch mehr so Duschgel-charaktermäßig in die clean Richtung gehen, dann schau da auf jeden Fall mal vorbei. Da findest du auf jeden Fall auch den einen oder anderen Tipp. Aber jetzt machen wir, du wolltest noch was sagen. Ja, genau. Kannst du dich erinnern, ob da auch der Tardenage dabei war? Der war dabei. Da war dabei? Der war dabei, ja. Okay. Mhm. Ah ja, guck mal. Ja. Okay. Machen wir mit dem nächsten weiter, oder? Machen wir mit dem nächsten weiter, ja. Okay, jetzt kommen wir zu einem Duft, den ich durch Lisa wieder neu entdeckt habe. Ja, also klar, ich habe mal irgendwann an dem gerochen, aber das ist schon ein Weilchen her. Und ich hatte nicht mehr den Geruch von dem Duft wirklich so im Gedächtnis. Das ist von Maison Rebacci, der Bois d'Enfant. O-Ton Alex, als er das erste Mal wieder an dem Duft gerochen hat. Oh mein Gott, was ist das bitte für ein geiler Duft? Ja, total. Ja, also absolut. Ich habe dann an dem gerochen und dachte mir dann so, mein lieber Scholli. weil das ist einfach eine spannende Kombination. Also wir haben hier einen fruchtig, fast schon so ein bisschen süßen, pudrigen Duft. Ja. Der ist absolut fruchtig. Ich kann nicht zu 100% die Frucht benennen, aber es erinnert mich an irgendeine Frucht, die ich auf jeden Fall schon mal gegessen habe. Ja. Der ist total fruchtig, schön und hat aber schon im Abgang, sage ich mal, diese matte Note mit drin. Deswegen wir ihn auch nicht in die fruchtige Duftliste aufgenommen haben, sondern in die pudrige. Ja, also dezent matt, also sehr dezent pudrig. Mhm. Und das ist auch so ein kleiner Fruchtcocktail oder Fruchtkompott. Ja. Ne? Mhm. Ich kann es gar nicht so genau zuordnen, welche Früchte das genau sind, aber ja, sehr, sehr schön fruchtig, pudrig, bisschen, wie sagt man das denn? Für mich ist der so ein bisschen rauchig auch. Also der ist pudrig und hat das Matte mit drin, aber er hat so eine kleine... holzige, rauchige Note, die jetzt nicht total bisschen im Vordergrund steht. Noch. Ja. Also absolut. Ist ein schöner Mix und irgendwie ein komplexer Duft. Also da passiert viel. Da passiert viel und ich finde den auch spannend. Also ich finde den für einen pudrigen Duft und in der Vorstellung, die man jetzt vielleicht so hat von pudrigen Düften, da tanzt der komplett aus der Reihe. Ja. Aber das ist natürlich jetzt so ein kleiner Wermutstropfen. Der ist halt dezent pudrig. Also das ist jetzt, man darf da jetzt nicht erwarten, dass man jetzt wirklich so einen stark pudrigen Duft bekommt. Das ist der gar nicht. Ja, super spannend, wirklich super spannend, gerade auch in unserer Auswahl einen Duft, der ganz klar sich von den anderen unterscheidet. Mhm. Und der vielleicht am ehesten zu dem 1969 noch zuordnenbar ist, wobei ihm dann die Süße fehlt. Das aber, stimmt, ja. Jetzt hatten wir einen Duft, der dezent pudrig ist. Der nächste ist so Puder pur, aber auch ein ganz, ganz wundervoller Duft. Und zwar von Philly & Phil, der Boudoir Belle. Und wir hatten den schon mal auch in einem anderen Video mit drin. Ich glaube, es war unser Video zu den Stimmungen. Und da hatte ich den als einen Duft, den ich zum ersten Mal Netflix und Chill auswählen würde. Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Jetzt stimmt, da hatten wir den auch.
Das ist einfach ein so, so schöner Duft, der wirklich eine starke Pudernote mit drin hat, der aber für mich auch seifig-pudrig ist. Und einfach irgendwo auch so ein bisschen anziehend, finde ich. Der hat schon so ein bisschen Sexiness mit drin. Ja, total. Also pudrig, süß. Und dann haben wir noch so ein bisschen einen Blütenmix, aber sehr dezent. Eine schöne Vanille macht den Duft auch irgendwie pudrig, warm, hautnah, anziehend. Hast du mein Wort mit hautnah übernommen? Ich glaube, so habe ich den Duft in dem Stimmungsvideo beschrieben, ja. Wenn sich Düfte immer so auf die Haut auflegen und quasi eins mit der Haut werden. Genau, ja. So finde ich den Duft, ja. Einfach wunderschön. Stimmt, das ist eigentlich, jetzt wo du das sagst, das ist wirklich so ein Duft, der sich super schön mit dem eigenen Körpergeruch irgendwie verbindet. Und wenn man dann, ich finde auch, wenn man den trägt und der jetzt natürlich nicht frisch aufgesprüht wurde, sondern mal so ein paar Stunden auf der Haut war und man riecht dran, dann finde ich immer, das könnte, also so könnte auch die Person von sich aus riechen. Wäre natürlich super geil. Ja. Dann bräuchte man wahrscheinlich auch den Duft nicht mehr, aber ja, toller Duft. Und ich würde auch sagen, so ein pudriges Aushängeschild, oder? Ja, gut. Last but not least haben wir noch einen Duft, der pudrig im Namen trägt. Und zwar, das ist von SLM, der Poudre Imperial. Auch total spannend. Was für mich nochmal den Duft so von den anderen unterscheidet, ist diese doch, wie ich finde, stark wahrnehmbare rauchige Note in Verbindung mit dieser pudrigen Note. Ja. Ja, ja, total. Also ich habe es auch gerade dran geschnuppert und dieses Rauchige kommt gleich in die Nase, aber es ist ein feminines, rauchiges Aroma, sage ich jetzt mal, was da rauskommt, weil ich rauchige Düfte oftmals eher so in die maskuline Richtung irgendwie auch einordne, aber es ist irgendwie trotzdem sehr, sehr, sehr feminin, dieser Duft. Absolut. Und auch, ich finde, riech du mal, aber ich finde, er versprüht eine gewisse, nicht Intelligenz, aber Eleganz. Ja, hat auch nochmal schöne würzige, blumige Komponenten. Aber was ich da wirklich spannend finde, ist diese pudrig-rauchige Verbindung. Ja, schön. Finde ich total spannend. Mit der süßen Vanille nochmal mit drin, ist einfach echt ein schöner Duft. Du hast vorhin angekündigt, dass du für die pudrigen Einsteiger einen passenden Duft dabei hast. Welcher wäre das jetzt? Okay. Ja, das ist jetzt schwierig. Also, ich muss da selbst noch mal kurz schnuppern, aber Oder vielleicht machen wir es Einsteigermodell und pudrige Hardcore-Lover. Ich würde gleich mal sagen, wenn man einen pudrigen Duft als Mann tragen möchte und einen von diesen 10 auch jetzt nehmen muss, also falls wir dich fast schon zwingen, einzunehmen, dann kannst du dich eigentlich entscheiden zwischen dem Esvedra von Laboratorio Olfativo oder dem Le Galion Sortilège. Ich finde, als Mann kann man die beide ziemlich gut tragen. Die haben einfach nochmal einen sehr schönen Unisex-Charakter. Haben jetzt auch, wie ich finde, nicht so ganz stark diese blumigen Noten im Vordergrund oder gar nicht. Das würde ich mal einem Mann empfehlen. Natürlich, weil das Unisex-Düfte sind, kann auch genauso gut eine Frau dazu greifen. Wenn jetzt eine Frau sagt, okay, ich möchte schon ein bisschen sinnlicher haben, es darf vielleicht ein bisschen süßer sein, vielleicht ein bisschen blumiger, also wir reden hier über Vanille, Rose, Ylang Ylang, Jasmin, Iris, dann würde ich wahrscheinlich entweder zum Jardin de Giverny greifen, wenn es wirklich sehr matt und trocken sein soll. Ansonsten zum Tardenage, wenn man Ylang Ylang, Rose, Jasmin mag, also eher die blumige Tendenz hat. Und wenn man jetzt sagt, nee, ich habe gerne einfach so einen süß-pudrigen Mix, dann den Boudoir Belle von Philly & Phil. Das wäre, glaube ich, eine ziemlich gute Wahl, also oder Auswahl, bei der man sich dann entscheiden könnte, wie pudrig es sein darf, was noch begleitend zu der Pudernote hinzukommen soll. Super spannend finde ich aber eigentlich den Bois d'Enfant von Maison Ribacci.
Ich finde auch super spannend den Sous Le Maton. Du kannst dich jetzt nicht für jeden Duft entscheiden. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt mal unterbrechen. Ja, danke. Ich glaube, du musst mich wirklich unterbrechen. Also wir fassen es kurz und knapp zusammen. Okay? Wir haben hier Unisex-pudrige Düfte für ihn und sie, der Esvedra und der Sortilège. Wir haben hier pudrige Düfte mit einer süßen und oder etwas blumigeren Ausrichtung, die sich so ein bisschen in der Intensität Puder unterscheiden. Das ist der Jardin de Giverny, der Tarte de Neige und auch der Boudoir Belle. Und dann haben wir noch so ein paar Düfte, die nochmal, ich würde sagen, aus dem Raster fallen. Mhm. Und da muss man sich dann natürlich entscheiden, möchte ich jetzt eher so ein bisschen in diese grüne, holzige Richtung gehen, wie bei Mon Coin Peu. Möchte ich eher in die fruchtige Bois d'Enfant von Missori Bacci oder der Histoire des Parfums 1969. Je nachdem. Das war jetzt eine gute Zusammenfassung. War eine gute Zusammenfassung, genau. Und wir hoffen, wir haben auch einen passenden Duft für dich dabei. Ja. Das sind wirklich sehr unterschiedliche, aber allesamt schöne Düfte. Total. Und wenn du einen pudrigen Favoriten hast, der vielleicht jetzt in unserer Auswahl nicht dabei war, dann schreib uns gerne auch mal in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns immer, wenn du einen Duft von hier ausprobierst und uns auch in den Kommentaren wissen lässt, wie er dir denn gefallen hat. Genau. Und damit sagen wir, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen.